Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Event Let's Play und zwar Lass Wackeln in Monster Hunter World. Wir starten gleich mal los, wir gucken uns mal an. Wir werden diese Event Quest mal starten. Lass Wackeln, wir müssen hier 10 Wackelwürmer abliefern. Na, da bin ich mal gespannt. Das Ding geht sicher auch alleine. Also, dann ja, fangen wir da unten an, legen wir mal los und schauen wir uns an. Erstens, wie die Quest funktioniert und zweitens, was habe ich von der Quest. So, somit legen wir los mit der Quest. Und mir wurde schon gesagt, man muss hier diese, man muss so Teile finden, die aus dem Boden rauskommen und so wackeln und so weiter, solche Teile. Und irgendwie mit dem Grillet-Mantel. Ich muss mal gucken, ob die hier jetzt rum, ob die hier sind oder bei dem anderen. Ich weiß also, das sind im anderen Gebiet welche gibt, also bei dem anderen Portpunkt. Aber ich muss jetzt mal, ne, hier gibt es eh welche, hier sind die schon mal. Ah, okay. Das heißt also, ich lege mal den Grillet-Mantel an, muss mich mal verstecken und natürlich mein Fangnetz, das werden wir ausrüsten. Und jetzt da müssen wir diese Teile hier fangen, so wie ich es verstanden habe. Ja, Wackelwurm. Okay, das ist diese Teile muss ich fangen. Okay, coole Sache. Der Grillet-Mantel hilft natürlich auch nur so lange, bis man halt ja, drauf schlägt, wie man sieht. Also, ich habe schon mal 2, immerhin. Okay, also ich werde mich da jetzt mal entlang questen. Ich muss mal gucken. Ah, da vorne stehen wieder welche. Das heißt also, am besten viele auf einmal erwischen. Das wäre natürlich das Beste mit dem Netz. Und, das waren jetzt. Das war gar keiner. Im Ernst, jetzt verarschst du mich. Oh, echt jetzt. Oh, das Spiel mobbt mich. So, das heißt also hier rumsuchen und gucken, wie lang der Mantel eigentlich auf CD ist. Ich habe keine Ahnung, das Ding hat auf jeden Fall 5 Minuten dann CD. Also hier müssen wir ein bisschen gucken, dass man eigentlich schneller unterwegs ist. Na, immerhin einen wieder. Das sind 3. Okay. Also man muss sich da ein bisschen ranhalten. Wenn nicht, muss man das zweimal machen. Ich denke mal, das wird sich mit einmal nicht ausgehen. Und wenn ihr sie nicht findet in dem Gebiet, aber die sind ja normal hier immer, dann findet ihr es auch bei dem anderen Portpunkt, das ist da oben im im Nordosten, also im Nordosten oben. Ach, da hinten sind noch welche. Im Nordosten auf jeden Fall, da findet ihr auch noch diese Teile, die stehen dann gleich beim Ausgang. Ja, okay. Okay, also die muss man jetzt einfach abfarmen. Okay, da sind wir um 5. Ist schon mal okay, schon mal zufriedenstellend. Dann werde ich mal weitermachen. Also doch diese Wackelwürmer, man braucht hier echt nichts jagen oder sonst was, man muss die Dinge einfach nur einfangen. Ja, easy quest eigentlich. Easy quest, wenn man es halt mit dem Mantel macht. Wahrscheinlich ohne Mantel, ich werde es mal probieren. Aber ohne Mantel, ich glaube, die Dinger verziehen sich ja sofort. Das heißt, mein Mantel, der ist jetzt eigentlich schon wieder gleich in CD. Also muss ich jetzt dann 5 Minuten warten, bis ich den wieder aktivieren kann. Probieren wir mal, ob ich mich ducken kann eigentlich, ob das auch geht. Weil der ist jetzt vorbei. Der ist jetzt ausgelaufen, ob es so auch geht. Ich probiere es mal. Aber wir haben schon mal 10. Da vorne sind wieder welche. Ich probiere mal, ob man sich so reinschleichen kann. Aber ich glaube wohl eher nicht, oder? Kann man sich reinschleichen? Doch, geht auch. Okay, das heißt, es geht nicht nur mit Mantel. Okay, also einfach in die Hocke gehen. Reinschleichen und dann haben wir die 10 eigentlich. Wie viel brauchen wir noch? 3 brauchen wir noch. Das kann jetzt nicht so schwierig sein. Da sind 3. Oh, okay. Ja, zielen wär mal eine Sache, lieber Charles. Nur einfach mitten rein bringt wohl nichts, ja. Also zielen ist auch so eine Sache, wie immer mal beim Charles. Oh, da oben sind noch welche. Da oben sind noch welche. Schön mittig und top, einen. 2 brauche ich noch. Okay, also hier kann man das in Ruhe abfarmen. Also die respawnen eigentlich da relativ gut wieder. Also wieder in die Hocke gehen und mal runtergehen hier. Kommen die schon wieder raus? Ja, die sind neugierig, ja. Guck, also die respawnen dann einfach. Zack, Nummer 8. Ne, Nummer 9. Einer noch. Einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Also hier muss ich dann jetzt noch einen machen. Also, aber wie gesagt, ihr seht, es geht mit Mantel. Es geht ohne Mantel, einfach in die Hocke gehen. Also das passt. Doch, ja, jetzt aber.
Jetzt aber. Und yes, 10. Cool, Hauptziel abgeschlossen. Nur das geht relativ fix. Okay, passt, cool. Das heißt, zurück ab zum Headquarter, ja, und schauen wir uns mal an, was wir damit schmieden können eigentlich, weil irgendwas muss ich ja jetzt damit machen können. So, und ich sehe hier bei der Questbelohnung kriegen wir ein Wackelwurm-Ticket. Ich denke mal, hier habe ich 2 bekommen. Das heißt, das ist wie bei der Quest, bei dieser Event-Quest, wir brauchen wieder mal diese Tickets. Also, wir müssen jetzt mal gucken, es hat sich jetzt sicher freigeschalten in der Schmiede, wie viele ich von dieser Dinger brauche. Weil ich muss mal gucken, ob es ein Set gibt oder, ja, gucken wir mal in der Schmiede. Servus Schmied, servus, der Charles ist da. Ich möchte wissen, was ich von dir haben kann. Ist es hier drinnen? Nein? Was ist das dann? Rüstung? Wahrscheinlich niederrangig? Nein? Hochrangig? Wackelkopf, hier ist er doch. Ja, hier ist er, bei hochrangig. 3 Tickets, ist war klar, ne? Also ich brauche noch ein Ticket. Schaumersleder habe ich 25, Gaiao-Schuppe habe ich 10 und Korallenknochen habe ich 10. Was kann das Ding eigentlich? Wirkbereich, Objekte beeinflussen, Verbündete. Okay. Na gut, das heißt, nochmal die Quest. Okay, das heißt, nochmal, gehen wir raus zum Brett. Und nochmal die Quest machen. Hier ist Brett. Aber jetzt wissen wir jetzt schon, wie es geht. Also jetzt müsste es relativ schnell gehen. Das heißt, wir machen Event-Quest. Ich mache Lass mal wackeln hier. Und wenn ich das Ticket habe, dann sehen wir uns wieder. Weil nochmal, glaube ich, brauche ich es euch nicht zeigen. Und dann gucken wir uns mal an, was der Kopf kann. Ich bin echt gespannt, wie mir dieser Kopf stehen wird. So, hab den Rest besorgt. Das heißt, wir können uns diese Ausrüstung jetzt schmieden. Wackelwurmkopf. Schmieden wir das Timer und legen wir das Ding mal an. Bin immer gespannt, wie das aussieht. Was für ein Teil. Möchtest du es ausrüsten? Absolut. Im Ernst jetzt? Alter, wie sieht das aus? Wie geil ist das? Coole Sache. Ja, wie geil ist das? Ich würde mir nur wünschen, dass diese Teile als Skin gibt und also als Glamour so auf die Art zum drüber skinnen. Das ist so wirklich was Geiles. Genial gemacht. Coole Sache. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch, ob ihr das so witzig findet wie ich. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Kommentare, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.